war hoch. Was ist vielleicht daneben? Au, au! Au, es brennt! Ne? Alles klar. Komm, gib mir den Würfel. Dann den nächsten. Ja, damit. Den muss ich ja da hinten hin tun. Dumm-di-dumm. Nein! Nein, ich hab da fallen lassen! Ich hab da fallen lassen! Ich hab da wirklich fallen lassen! Und jetzt kommt das V60. So ein Scheiß, Alter. Die Würfel wirklich fallen lassen. Mhm. Aber ich hab mich durch den V60 gerettet. Lol. Geht so weit hinten, okay. Komm, nee, das ist zu tief. Lol. Das ist zu weit weg. Das könnte klappen. Lol, die Türen gingen auf. Ich möchte durchgehen, die Türen gehen wieder zu. Weil auf einmal ein Turret davor steht. Okay. Warum nicht? Da stand da gerade noch nicht, aber egal. Achso, was ich nur erzählen wollte. Was? Seitdem die Sommerferien vorbei sind, hat ein Teil unserer neuen Schule geöffnet. Also ein Teil wurde komplett neu gemacht. Okay. Da sind mal PCs, sogar mal ausnahmsweise mit SSDs drin. Die haben es bei den anderen PCs nicht drin gehabt. Die haben Windows 10. Ui. Ja. Was dachte ich mir denn noch? Wir haben immer Minecraft gespielt. Aber die. Minecraft können wir inzwischen auch darauf spielen. Aber wir haben die. Wenn man jetzt. Ich sag jetzt mal. Ich wette, du denkst, ich habe deine Überraschung. Ziemlich schlechte PCs gehabt und wir haben nur die Basic-Version im Internet gespielt. Ah, Minecraft Classic. Classic, genau, Classic. Ja, bei uns, wir haben i5 drin. i5, keine Ahnung was, mit 8 GB RAM und eben halt SSD. Und natürlich noch einen zweiten 500 GB HDD, Festplatte. Wo aber nie was draufkommt. Toll, ne? Ich weiß, früher war ich mal in einem Computerjob. Und da gab's, ich sag jetzt mal Windows 2000 PCs. Und Windows XP PCs. Wenn man zu spät gekommen ist, hat man immer den ganz schlechten bekommen. Die ganz vorne waren, die waren immer am besten, die hatten 1 GB RAM und dann die dahinter nur 512 MB. Mhm. Und der in der letzten Reihe war einer, der hatte nur 1 KB RAM mit ja. Windows XP. Und der hat einfach mal eine halbe Stunde gebraucht, um hochzufahren. Mhm. Und wenn er mal oben war, dann hat man irgendwie 10 Minuten gebraucht, bis sich das Startmenü geöffnet hat. Und dann ist ein Bluescreen gekommen, weil er natürlich out of memory war. Also richtig toll. Mhm. Ja. Den haben die aber auch nur so notdürftig zusammengebaut oder zusammengebastelt. Ich bin wieder am Easter Egg rummachen. Okay. Hier geht's natürlich nicht weiter, aber hier ist natürlich ein Easter Egg. Schau mal, ob ich alle anderen Easter Eggs noch rauskrieg. Hier kann ich mich nur so retten. Was muss ich hier eigentlich machen? Tja. Das musst du denn da machen? Okay, ich try mal was. Nein! Nein!
Alter, wie dick dieser Strahl hier ist. Oh, das war schon mal viel besser. Wenn ich 10-mal was machen kann. Nein! Nein! Ich hab schon wieder gefailt. Hier fail ich auch gerade mit dem Laser, weil ich weiß, dass ich den Eimer umleiten muss und ich habe einen zweiten Würfel, womit ich den auch nochmal umleite. Und was versuche ich? Den durch ein Portal zu schieben. Weißt du, ich habe gerade mir das eigentlich richtig gut hin... Und dann habe ich das falsche Portal gesetzt. Und seitdem weiß ich wieder... Komm, fall nicht runter! Oh, den Würfel habe ich noch bekommen. Komm. Nein. 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 Nein! Den Sprung mache ich nicht mehr, das ist mir zu riskant. Aber wie komme ich denn da rüber? Dann mache ich erstmal Trick 17. Den Würfel angestupst. So. Und jetzt da unten. Ja, das scheint doch viel besser zu sein. Noch nichts auf Twitch passiert. Ich hab gerade so gefailt, Alter. Ich glaube, ich brauche noch 7 Stunden für das Spiel. Gut, genug. Ich glaube, kaum jemand guckt bei Portal 2 im Twitch. Ich glaube, sowieso keiner zu. Ja, dir guckt nur einer zu. Ich bin sehr laut. Ich bin sehr laut, hat einer gesagt. Oh. Ja, einer schaut zu. Nicht, dass ich ein wenig sehr laut bin. Nee, ich bin sehr laut. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Yep. Deswegen habe ich auch den Ingame-Sound wegen lauter gestellt. Und dich hört man vielleicht gar nicht. Kann sein, dass man dich nicht hört. Bei mir. Ist aber nicht schlimm, oder? Ich höre dich ja schon kaum. Aber ich will halt, dass die Leute wenigstens den Sound noch hören. Der Sound, der war jetzt aber laut. Komm schon, Tür geh auf. Warum geht die Tür nicht auf? Hab ich falsch gemacht? Oh, da bin ich daher gekommen. Ich bin daher gekommen. Ich bin dort so besoffen, dass ich den Weg nicht mehr finde. Das ist traurig. Nein! Nein! Ich hab grad so dermaßen gefailt. Ja. Ich habe ein Portal, das ich, keine Ahnung, eine Kilometer weit weggesetzt habe. Da habe ich den Würfel reinfallen lassen. Das war eigentlich alles nicht geplant. Das war aber jetzt ganz gut. Kann ich aber nur noch bei dem machen. Komm schon. Nein! Warum fällt er nicht um? Jetzt fällt er um. Geh weg, du Hurensohn. Nein! Shit. Ja, wenigstens das. Jetzt muss ich entweder meine Ninja-Künste. Nee, weil ich hol lieber doch den Würfel. Was wäre ich selber eingefallen? Und jetzt kommt's auf meine Ninja-Künste drauf an. Ui, und weg damit. Nice. Ich hol mir mal ein neues Bier, ne? Bis gleich. Was?
Situation nachgedacht. Oh, und da er gerade in Pause ist, auch kurz bei mir Pause. So, da bin ich wieder. Okay. Welcome back to the stream and... Ich mach grad noch ganz kurz Pause, weil ich hatte ein bisschen später Pause gemacht. Läuft mein Stream noch, weil ich sehe dort gerade nur 813 Kilobit. Also bei mir läuft alles noch, ich sehe es ja auf dem iPhone. Achso, jetzt sind es auf einmal 8900. Ja gut, damit habe ich mal eben mal meine komplette Bandbreite ausgenutzt. Oh, die benutze ich gerade immer noch aus. Zumindest sagt er das. Ach, 9000. Mann, der sagt wirklich die Wahrheit. Ich bin wirklich in 60 Jahren tot. Also ich glaube wirklich, dass ich in 60 Jahren tot bin, weil, du weißt ja, zum einen bin ich ein bisschen übergewichtig. Diese Testkammern sehen besser aus als je zuvor. Dann, ist mein Lebensstil nicht wirklich gesund. Ist meiner auch nicht wirklich, aber ich bin nicht fett. Ja, du bist wenigstens nicht fett. Mhm. Nach diesem Test habe ich eine Überraschung für dich. Aber, keine vorgetäuschte, unerfreuliche wie die letzte. Eine echte Überraschung. Mit tragischen Konsequenzen. Auf jeden Fall. Und echtem Konfetti. Dem guten, die letzte Tüte. Glaube ich, dass ich nur 80 Jahre alt werde. Nicht älter, aber es reicht auch. Es ist eigentlich okay. Weil danach, ich meine, es ist jetzt auch nicht so viel toller. Grüezi. Ist man eh nur krank und so. Und alt. Ja. Aber ich denke, das siehst du genauso, oder? Hm? Was? Ich war gerade blank. Dass man, wenn man irgendwie älter als 80 ist, man schon sehr alt ist. Ach. Und, na gut, manche können mit 80 oder 90, da eventuell auch mit 100 schon immer noch recht gut alles machen. Aber ich glaube, ich werde dann so fertig sein. Dass das nicht gut ist. Ja. Hm. Bin ich aber auch ein bisschen selbst dran schuld. Mhm. Weil ich bin halt echt übelst fett, ne? Hm. Weißt du, ich wieg einfach mal fast 100, ne? Und ich kenne jemand, der wiegt nur 50 oder weniger als 50. Und zu dem kann ich einfach mal sagen, dass das eine halbe Portion ist. Ja. Hör mal, wir haben Wittler eigentlich von der